Radcomputer sind in der heutigen Zeit nicht wegzudenken. Bei den ganzen Funktionen kann man sich aber schon mal fragen, welche Datenfelder muss ich mir eigentlich auf meinem Radcomputer anzeigen lassen? Wir haben den Test gemacht und jeder Männer und jeder Frauen hier bei Eschborn Frankfurt gefragt und natürlich auch noch ein paar Profis, welche Daten sie sich auf dem Radcomputer anzeigen lassen. Du hast einen Radcomputer vorne montiert. Im Rennen, welche Datenfelder lässt du dir anzeigen? Weil ich denke mal, die Strecke wirst du kennen. Da brauchst du jetzt nicht ungefähr wissen, wo du dich positionieren musst. Aber was ist dir wichtig während des Rennens? Ich habe oft die Strecke nur drauf, dass ich sehe, okay, wann fahren wir jetzt links oder rechts Richtungswechsel. Und sonst eigentlich Watt, dass ich weiß, welche Richtung ich mich bewegen muss. Und das war's eigentlich schon. Du hast einen Radcomputer vorne dran. Lässt du den heute aus, weil du es entspannt angehst, oder lässt du dir da irgendwelche Daten anzeigen? Nee, den mach ich ganz normal als Fahrradcomputer, lass ich den laufen. Und was lässt du dir anzeigen? Geschwindigkeit, Zeit? Geschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, ja. Watt fährst du nicht? Nein. Ohne Watt? Ohne Watt, ja. Alles klar. Alles klar. Dann viel Erfolg und viel Spaß heute. Dankeschön. Welche Daten lässt du dir eigentlich auf deinem Wahoo während des Rennens anzeigen? Während des Rennens eigentlich nur Leistungsdaten und von Wahoo die Climb-Funktion, wenn Anstiege kommen. Mehr nicht? Mehr Zeit eigentlich nicht. Wegen Essen oder sowas? Stimmt, ich hab einen Alarm, der einmal die Stunde quasi sagt, ich soll spätestens jetzt noch was essen. Alles klar. Marc Hirschi, welche Datenfelder lässt du dir auf deinem Radcomputer während des Rennens anzeigen? Oh, eigentlich für mich halt wichtig Kilometer und Zeit. Ja, vor allem Kilometer, Watt habe ich drauf. Ja, und dann mach mal die Karte, die ich brauche. Ja. Ja, aber das Wichtigste für mich ist die Kilometeranzahl. Also bist du Eschborn Frankfurt schon mal gefahren? Weißt du, wo die kritischen Stellen sind? Oder vertraust du da auch auf erfahrene Fahrer, die über einen Teamfunk sagen, jetzt müssen wir vorne sein? Ja, also ich bin U23 gefahren. Ich kann Mama sein, weil drin Feldberg. Aber ja, das ist ein bisschen anders und mit Ackermann. Weiß halt, der kann mich halt gut coachen und weiß, wann wir vorne sein müssen. Und ja. Damit, ich glaube, heute ist ziemlich klar, wenn du vorne sein musst. Schickes Fahrrad. Ich sehe, du hast einen Radcomputer. Ja. Was für Datenfelder lässt du dir im Rennen anzeigen, damit du immer alles im Überblick hast? Nur die Karte. Nur die Karte? Nur die Karte. Keine Zeit, keine Herzfrequenz, keine Watt? Nix, gar nichts. Also wenn ich ihn dran habe, dann nur die Karte. Krass, ja, da bist du bisher der Einzige. Die meisten haben auf jeden Fall Watt, also die wollen sich immer pacen. Interessante Antwort und vielen Dank dafür. Ich sehe hier vorne auf deinem Vorbau auch schon einen Aufkleber. Lässt du dir auch digital was auf deinem Radcomputer anzeigen? Welche Felder beim Rennen? Ich habe jetzt im Rennen meistens Leistung, Durchschnittsleistung, Distanz und Zeit, dass ich einfach weiß, wo im Rennen ich mich befinde. Meistens, ja. Also Navigation mal hin und wieder an, um dich zu positionieren im Feld, oder? Nee, eigentlich nicht. Wir haben die Strecke abgefahren, also da müsste soweit alles klar sein. Die Strecke ist soweit bekannt, ja. Ich sehe, du bist einer der wenigen, der ohne Radcomputer fährt, aber mit Handy. Ja. Welche Daten lässt du dir auf dem Handy anzeigen? Kadenz und Geschwindigkeit, mehr brauche ich nicht. Ich habe einen Sensor hinten, also doch hier natürlich wieder ein bisschen aufs Geld geachtet. Und Zeit oder sowas, also Fahrzeit wegen Essen einhalten? Ja, irgendwelche da drauf. Also, Zeit, Geschwindigkeit und Trittfrequenz. Ja. Alles klar, dann danke für die Antworten und viel Spaß. Ich glaube, Geschwindigkeit war auf der obersten Liste bei den ganzen jeder Männern und jeder Frauen. Bei den Profis war eher die Karte entscheidend, beziehungsweise die Watt, die getreten werden, um sich im Rennen ordentlich zu pacen. Ich bin gespannt auf eure Antworten. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Felder ihr euch auf dem Radcomputer anzeigen lasst. Und lasst mir gerne einen Daumen nach oben da für das Video und ein Abo auf dem Kanal. Und dann sehen wir uns bald wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.